Rainer Brandt, wie war es, als Sie die Drehbücher oder die Dialogbücher bekommen haben von Die Zwei? Das haben wir uns angesehen und das waren die Persuaders und das war ein Flop. Das war todlangweilig und dann haben wir gesagt, das müssen wir umdrehen, müssen wir neue Geschichten draus machen. Und das haben wir dann auch getan. Und es ist einfach, wenn Sie einen Mann haben wie Tony Curtis, der so ein Komödiant ist, immer den Schalk im Nacken hat. Da ist es einfach als Gerippe und da schmeißt man das Fleisch ran und das passt immer, wenn man so einen guten Mann hat. Ja, das ist das Komische. Der sieht eigentlich ziemlich verschmitzt aus, hat aber arschlangweilige Dialoge, wenn ich das mal so sagen darf, ja, gesagt. Die sind ja nicht von ihm. Der spricht ja nur das, was der englische Drehbuchautor ihm in den Mund gelegt hat. Da war er sicher nicht so glücklich, aber er hat es gespielt, auf jeden Fall. Und das war natürlich für uns viel einfacher, da richtig dem Affen Zucker zu geben. Ne? Sie haben Tony Curtis bestimmt mal gesprochen und ja, der ist auch nach Deutschland gekommen und war auch selig froh. Er ist ja tot, leider. Ne? Ja. Und wie hat er das gefunden, dass Sie einfach die Worte ihm im Mund umgedreht haben? Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Er hat sich gewundert, dass das so ein Erfolg hier ist. Und da sagt er, wie kommt das? Und da haben die gesagt, das ist verarbeitet worden und so weiter. Irgendjemand schickt mir doch mal 3 Folgen rüber. Und dann haben wir 3 Folgen rüber geschickt, der Sender oder irgendwer. Und dann hat er sich die angehört, hat sich totgelacht, weil er spricht ja Deutsch, Jiddisch, also er kann ja Deutsch. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir guten Kontakt gehabt. Und der sagt, du schreibst jetzt für uns die Originaldrehbücher. Und da war ich kurz davor und dann kriegten die beiden sich in die Wolle, Roger Moore und Tony. Und da haben sie gesagt, wir machen das nicht mehr. Aus war gestorben, cancelled. So, that's it. Live. So ist es.